Heute ist ein ganz besonderer Tag, insbesondere für die Schülerinnen und Schüler der LVR Paul-Klee-Schule. Wir sind hier nämlich bei der Eröffnung des Neubaus, nachdem 2021 durch die Flutkatastrophe der alte Bau zerstört wurde. Und wir nehmen euch einfach mit auf den Tag. Der Standort für die Schule ist ja der Schwerpunkt der körperlichen und motorischen Entwicklung. Das stellt bestimmte Voraussetzungen an einen Schulkörper, also an das Schulgebäude. Wir haben hier eigentlich optimale Voraussetzungen, nämlich zum Beispiel alles ebenerdig, man benutzt keine Aufzüge, dass wir möglichst viele Nachahmer finden, dass wir quasi mit diesem Schulbau auch ein Zeichen setzen und das vielleicht nicht nur im Rheinland. Der Neubau besteht aus 5 Lernhäusern mit 16 Klassenräumen. Es gibt Therapieräume, Pflegebereiche und Fachklassenräume, zum Beispiel für Naturwissenschaft. Ja, Frau Dr. Schwarz, die Schule ist eröffnet. Erklären Sie uns doch einfach mal, was hat das jetzt für eine Bedeutung, auch vielleicht für die SchülerInnen, die jetzt hier endlich in die Schule gehen können? Ja, tatsächlich. Wir haben heute die Schule offiziell eröffnet. Wir sind froh und stolz, dass wir in so kurzer Zeit der LVR Paul-Klee-Schule hier dieses neue Gebäude hinstellen konnten. Und jetzt geht es darum, für die Schülerinnen und Schüler diese Schule mit Leben zu füllen. Hm. Ja, sie müssen sie jetzt erobern, sie müssen die Räume erobern, auch das Außengelände erobern. Das Wetter spielt heute mit und da freuen wir uns. Der Schulchor bedankt sich musikalisch für die neuen Schulräume.